Ach, man kann ja was untersuchen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Der Cut ist jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich hatte ja in der letzten Folge versprochen, naja, indirekt versprochen, dass ich die Kamera mitlaufen lasse. Und dass ich mich auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen umsehe. Und ich habe gesehen, dass man diese Säule drehen kann und sogar dabei etwas ansehen kann. Ich meine aber, dass wir vorhin nichts ansehen konnten. Ich weiß nicht. Und wir können auf jeden Fall was benutzen. Das werde ich dann jetzt mal, falls wir dann was dafür haben. Brieftasche, Tagebuch, Diplom. Diplom Das war wohl vielleicht? falsch. Ich dachte, man soll jetzt eventuell immer Taschen. Oh. Ich dachte, ich soll damit die Namen jetzt vergleichen. Nein, ich soll das Ganze freirubbeln, so wie es aussieht. Anton und Lena Rose. Danas Eltern. Oh Gott. Sie wurden bei dem Pogrom getötet. Wird Dana Rose auch erwähnt? Sieht nicht so aus, nein. Aber ich muss sicher gehen. Ich glaube, das war's. Wir wissen, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Danas Eltern, Anton und Lena, sind umgekommen. Aber Dana war angeblich damals im Sanatorium. Das scheint auch bestätigt zu sein von dieser Nachricht, die Frank Höss im Haus hinterlassen hat, Kate Walker. Ganz genau. Also sind wir hier fertig, Oscar. Nehmen wir die Tram zurück zum Gasthof. Gleich morgen früh versuchen wir, das Sanatorium zu finden. Das ist doch endlich mal eine klare Ansage. Wir müssen zurück zum. Achso, ich muss drücken. Wir müssen zurück zum Gasthof. Damit kann ich doch was anfangen. Ja, wir waren schon auf der richtigen Fährte. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich das nicht mitbekommen. Oder es ist vielleicht erst ausgelöst worden, weil wir nochmal im Zimmer. Nee, im Zimmer. In diesem Vorraum da von dem Zimmer gewesen sind. Da haben wir ja das Taschentuch gefunden. Es kann sein, dass wir vorher. Ja, gar nicht untersuchen konnten. Dann machen wir uns doch mal auf zum Gasthof zurück und werden den Tag beenden. Gasthof, Gasthof, Gasthof. Das ist das hier. So, das ist sie also. Die berühmte Kate Walker. Bitte, wie? Dana Rose. Bis? Ich kannte sie sehr gut, wissen Sie? Ach so. Unsere süße Dana. Ach. Sie warten auf die Tram, nicht wahr? Nun, wir unterhalten uns besser im Gasthof. Angeblich zieht ein Sturm auf. Ist das Sehr diese erfreut, Sie Fotografin? kennenzulernen, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake oder Junta Steinhoff? Da haben Sie gut kombiniert, was? Sie sind eine kluge junge Frau. Doch Sie wollen sicher wissen, warum ich hier vor Ihnen stehe und den Nachnamen eines Offiziers Ihrer Majestät führe. Aber hier ist unsere Bahn. Wären Sie so nett? Also, Frau Walker, Sie sind sehr still. Ich hätte gedacht, Sie hätten Fragen an mich, nicht? Sie haben Ihren Namen geändert.
Nicht geändert, nur wieder angenommen. Ich bin in London geboren und aufgewachsen. Meine Eltern waren Diplomaten aus Österreich. Janet Blake war immer mein echter Name. Und wie sind Sie zu einer britischen Offizierin geworden? Das klingt wie ein ungewöhnlicher Werdegang für eine berühmte Künstlerin. In der Tat, Frau Walker. Aber ich war in meinem Leben tatsächlich schon beides. Der britische Geheimdienst heuerte mich an, sobald er erfuhr, dass meine Arbeit in Ostertal mich nah an die braunen Schatten bringen würde. Das war in den 30er Jahren, kurz bevor ich Dana auf der Berghütte kennenlernte. Also waren Sie eine Art Doppelagentin? Bei Ihnen klingt das romantischer, als es in Wirklichkeit war. Aber ja, so könnte man es wohl nennen. Sie haben den Gasthof erwähnt. Sind Sie etwa der andere Gast? In der Tat, Frau Walker. Es war Frau Wagner, die mir von Ihnen erzählt hat. Als sie sagte, Sie suchen nach Dana, wusste ich, dass ich mit Ihnen reden muss. Frau Wagner sagte mir, ich solle in der Akademie anrufen. Das tat ich dann auch. Dort schickte mich der Rektor dann wiederum zur Brücke der Nebel. Und so kam es, dass ich hier entlang spazierte und nach einer geheimnisvollen Amerikanerin mit einem Gemälde fragte. Haben Sie neue Informationen über Dana für mich? Das könnte gut sein, Frau Walker. Aber wie wäre es, wenn Sie mir zuerst berichten, was Ihre kleinen Ermittlungen über Dana ergeben haben? Ich weiß, dass Dana sehr besorgt war, weil Leon fliehen musste. Nach dem Tod eines Wissenschaftlers. Herr Berger. Nur zu verständlich. Wie hätte er den Winter alleine im Gebirge in einem fremden Land überleben sollen? Ja, allerdings. Das ist genau die richtige Frage, Frau Walker. Diese Expedition zum Ursprung in Baltaja. Eine einzige Katastrophe war das. Ich habe heute herausgefunden, dass Dana in dem Sommer schwanger wurde, in 37. Leon war der Vater. Also beschlossen ihre Eltern, sie in einem Sanatorium zu verstecken, außerhalb der Stadt. Ich nehme an, das hat sie vor der Pogromnacht der braunen Schatten gerettet. In Wagen. Da haben Sie recht. Ihre Eltern allerdings... Ja, ich weiß, dass sie umkamen. Arme Schweine. Verzeihen Sie den Ausdruck. Das ist alles, was ich weiß. Können Sie mir sagen, was mit Dana passiert ist, nachdem sie für die Geburt im Sanatorium war? Ich muss gestehen, Miss Walker, ich hatte befürchtet, dass Sie einige der schmerzhaften Details hier übersehen würden, was eindeutig der Fall ist. Was meinen Sie? Ich denke... Es ist das Beste, wenn wir bis zur Endstation in dieser Bahn sitzen bleiben. Ich weiß, das ist eine seltsame Bitte, aber Sie müssen das wirklich selbst sehen. Also ich... Bis dahin empfehle ich Ihnen, aus dem Fenster zu blicken. Glauben Sie mir, das lohnt sich.
Tut mir leid, Miss Walker. Aber sie auf der Brücke zu verfolgen war anstrengender, als ich dachte. Schon in Ordnung. Ich kann warten. Ach, Unsinn. Ich weiß, wie sehr Sie darauf brennen, etwas über Dana zu erfahren. Also gehen Sie vor. Ich treffe Sie in Abschnitt O8. Dort hole ich Sie ein. O8. Können Sie mir nicht einfach sagen, was wir hier machen? Ich weiß, es wirkt grausam, dass ich in Rätseln spreche und so geheimnistourisch bin wie eine verfluchte Wahrsagerin. Aber ich sage Ihnen, Sie müssen es selbst sehen. Na gut. Und vergessen Sie nicht, Abschnitt O8. Suchen Sie den, dort treffe ich Sie. Oh, hier ist es eisig kalt. Der Straße folgen. Das heißt, in welche Richtung? Vor allen Dingen, was? Woher weiß ich, in welchen Abschnitt ich bin? Die Schwäne bitte nicht füttern. Die großen Schwäne von Wagen sind nicht nur das unsterbliche Symbol unserer Stadt. Sie sind lebendige, verletzliche Wesen. Bitte füttern Sie die Schwäne nicht. Falsches und ungeeignetes Futter kann zu Krankheit und Tod der Tiere führen. Ja. Die alte ist etwas sehr mysteriös. Ach so, ich kann nur in eine Richtung folgen. Okay. Verstehe. Ich dachte, da geht noch ein Weg raus. Damit kann ich dann wieder wegfahren. Das wollen wir jetzt natürlich aktuell nicht. Wie bringe ich mich nur immer wieder in so ein Schlamassel? Ja, und woher weiß ich jetzt, in welchem Abschnitt ich bin? Die sehen aus, als wären sie aus dem Mittelalter oder so. Okay. Naja, wir sollen der Straße folgen. Unheimlich hier. Keine Angst, Kate Walker. Die Sonne geht unter und Sie sind allein an einem abgelegenen, verfallenen Ort. Statistisch gesehen ist es höchst unwahrscheinlich, dass Sie hier jemanden treffen. Egal, ob gut oder böse. Danke, Oscar, aber bitte tun Sie mir den Gefallen und hören Sie auf, mich zu trösten, ja? Wie Sie wünschen, Kate Walker. Düster. Okay, abgesehen von den Gesichtern, sieht es aber irgendwie ganz cool aus. Schön unheimlich hier. Sieht aus wie... Oh mein Gott! Wovor hat die sich jetzt erschrocken? Vor dem Grab oder... War da jetzt irgendwas Besonderes? Was ist, Kate Walker? Das hier ist... Es ist ein Friedhof, Oscar. Ich glaube, Danas... Oh mein Gott, sie muss... Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Kate Walker. Sie sollten den Ort finden, den Colonel Blake erwähnte. Abschnitt O8. Ja, ich... Okay, gehen wir. Oh mein Gott. O haben wir hier. Abschnitt O8 ist da drüben. Ich habe keine Zeit, durch dieses Labyrinth zu irren. Die Frage ist, wo sind wir jetzt genau? Sind wir jetzt unten in der Mitte? Dann wäre das geradeaus und links. Ach Gott. Steht da denn irgendwas dran? Ein Friedhof. Oh mein Gott. Nee. Abschnitt D.
Abschnitt D. Okay, da können wir doch schon mal gucken. Das ist doch, da hinten war jetzt auch gerade noch was. Dann sind wir hier unten. Keine Ahnung, von wo wir jetzt hier im Abschnitt D sind. Aber wir müssten uns quasi irgendwie nach links halten. GHL sind so dazwischen. GHL. Unmöglich zu lesen. GHL. Können wir hier rein? Nee. Ich glaube, jetzt gehen wir zurück, oder? Die Inschrift ist verblasst. GHL. Oh, hier ist es nicht. Ich muss woanders lang. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach, das ist ja super, um hier durchzuirren. Ich glaube, das ist egal, ob man weiß, wo man ist. Man muss sowieso komplett anders umgehen. GHL. Da ist noch was. Abschnitt M. Okay, ich wusste es. Ich bin jetzt in einer völlig falschen Ecke. Abschnitt O. Das ist er. Oder auch nicht. Anna Rose, 1938. Nun an einem besseren Ort. Oh nein. Im Sanatorium hatte sich Danas Gesundheitszustand verschlechtert. Ihre Hustenanfälle, die Schwangerschaft und der ganze Stress durch Leon und seine Flucht weit draußen in Baltajar. Es war einfach zu viel für sie. Die Ärzte mussten sie für die Geburt unter Narkose setzen. Es gab Komplikationen und als sie aufwachte... Ihre Eltern überbrachten ihr die schreckliche Nachricht. Sie hatten das Mädchen schon bestattet. So schnell? Warum haben die braunen Schatten Dana nicht verfolgt? Sie waren damals in Ostertal an der Macht, nicht wahr? Oh, das hätten sie irgendwann, glauben Sie mir. Und danach? Wegen der Komplikationen bei der Geburt konnte Dana keine Kinder mehr bekommen. Darum blieb sie noch ein paar Monate länger im Sanatorium. Sie war am Boden zerstört, die Arme. So hat sie die Pogrome überlebt. Ja, aber sie war noch nicht in Sicherheit. Was ist danach geschehen? Dana hat alles verloren. Ihre Eltern, ihr Baby, Leon. Sie hätte wohl aufgegeben, wenn ich an jenem Tag nicht da gewesen wäre. Aber ich musste nach London. Damals wurde ich fast jedes Jahr zu allen möglichen Kunstveranstaltungen eingeladen. So konnte ich dem britischen Geheimdienst Bericht erstatten, ohne den Verdacht der braunen Schatten zu erwecken. Also nahm ich Dana mit, um sie vor ihnen zu retten.